Was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pickers TV, hier mit Domo und meinem Gast. Stell dich vor, wer bist du? Mein Name ist Astrix, check mich aus, hallo. Turntablist, DJ Champion, deutscher Rekordmeister aus Würzburg, Produzent, Beatmaker, Komponist, Live Musician, Hip-Hop-Head. Jo. Okay. Hi, und was machst du hier bei Pickers? Ich wurde von einem guten Freund gefragt, ob ich ein Promo-Video mache für Peak Us. Und die Marke finde ich auch ganz cool, vor allem den Paragraph Fuck 31er, ist sehr sympathisch. Wenn man aus meinem Genre kommt oder aus meiner Subkultur, deswegen mache ich das gerne natürlich. Ja. Okay. In welchen Musikrichtungen bist du noch so aktiv? Es ist muss ich ein bisschen ausholen, um die Frage zu beantworten, weil ich als Turntablist scheißt du quasi auf irgendwelche Genres. Du schaust rum, was hört sich geil an. Das können Metal-Einflüsse sein, das können Drum-Bass-Einflüsse sein, Elektro, sogar manchmal auch House-Sachen und so weiter. Also als Turntablist bin ich komplett in Genres frei. Also ich nutze da, was sich irgendwie geil anhört oder was mich halt flasht. Im Produzieren ist es so und im Auflegen, dass ich mich noch schwer im Dubstep-Drum-Bass-Bereich bewege. Also diese normale Club-Mucke, die du überall in Deutschland hörst, diese bum, 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 überall dieselben Tunes, also damit kann ich persönlich nichts anfangen. Also das bewegt sich alles im subkulturellen DJ-Bereich auf jeden Fall. Also viel Drum-Bass, viel Jungle, viel Dubstep, auch ich meine, was oder im Grime-Bereich, was in England sich abspielt, da hast du auch unglaublich viele Hip-Hopper, die halt eben anstatt jetzt auf oldschoolige Hip-Hop-Beats, die auch auf diese Neuro-Trap, Drum-Bass-Sounds auch rappen. Vor allem in England geht da einiges. Okay. Ja, was unterscheidet dich jetzt zum Beispiel von einem Club-DJ? Mich als Turntablisten unterscheidet klar von einem Club-DJ, dass ich mit der Platte arbeite. Also ich nutze sie, ich spiele die Töne ja nicht, aber ich manipuliere sie und durch die Manipulierung der Töne kann ich wiederum doch ein Instrument spielen dadurch. Ich kann ja Takte nachgehen wie ein Drummer oder wie ein Gitarrist. Während der Club-DJ mittlerweile auch durch das ganze Controllerism und das Sync-Button, also du kannst da auf dem Controller, du musst da nicht nichts mehr arbeiten. Du haust dann Lieder rein, die laufen auf der gleichen Geschwindigkeit und du drückst Play, es passt. So, damit möchte ich aber jetzt nicht irgendwelche Controller-DJs dissen, weil die auch zum Teil krasse Sachen machen können. Aber der klare Unterschied zwischen einem Turntablisten, also einem Scratcher und einem Club-DJ oder einem normalen DJ, der einfach nur Platten auflegt, ist einfach, dass bei uns viel mehr Können die Voraussetzung ist. Du musst ja üben dein Instrument wie eben ein Gitarrist oder ein Pianist oder was auch immer du für ein Instrument spielst. Während du als DJ, die Platte arbeitet ja für dich. Du stellst dich dahin, bist im Club, machst einen Übergang so nach 1 Minute 30, nach 2 Minuten und merkst du so, okay, jetzt kommt der nächste Track, musst du rein. Machst du den nächsten Übergang, das ziehst du 6 Stunden durch. Das kannst du mit der Arbeit von einem Turntablisten oder von einem Scratcher nicht vergleichen, weil du da echt gefordert bist. Du bist ja als Turntablist bei einem Battle zum Beispiel wie bei der IDA in Polen auf der Weltmeisterschaft oder auch bei welchen Meisterschaften, ist ja so, du spielst ja die ganze Band. Also du cuttest einmal, hast du einen Vocal wie ein Rapper, dann spielst du ein Solo mit irgendeinem Instrument, dann machst du einen Beat-Juggle, wo du mit beiden Platten irgendwie reinhaust und so. Das kannst du einfach nicht vergleichen mit einem Club-DJ, der einfach nur in den Club geht und die Lieder für sich spielen lässt und lediglich die Lieder angleicht. Von daher ist es einfach die kürzeste Antwort, um diese Frage zu beantworten, dass du als Turntablist einfach ein Musiker bist. Wenn du als DJ eigentlich eher eine Maschine für dich die Musik spielen lässt halt so, ne? Das ist eigentlich, glaube ich, so die beste Definition des Ganzen. Okay, interessant. Hast du jetzt irgendwelche Projekte am Start? Ja, einen Haufen. Das spielt sich natürlich alles noch im Underground ab. So. Also gerade arbeite ich, besser gesagt, also die erste Platte, meine Solo-Hip-Hop-Platte ist fertig. Das ist die Golden Green LP, wo ich auch viele MCs mit drauf habe, viele Instrumentals, ein paar DJ-Tracks. Bewegt sich aber größtenteils im Boom-Bap, Oldschooling, Hip-Hop, weil ich da auch durch das Feature mit Schaufel und Spaten übelst wieder Bock drauf bekommen habe, auch viel Hip-Hop-Sachen zu machen. Aber ich probiere auch trotzdem Hip-Hop-Attitüden mit dubstepigen Klängen oder drum-basigen Klängen irgendwie zu vermischen, sodass es noch passt, dass auch der Hip-Hopper sagt, so taugt mir irgendwie, also auf den Drive komme ich irgendwie klar. Dann mache ich mit meinem Cousin Siegfried Meyer, machen wir gerade ein Album, das dauert aber noch länger auf jeden Fall. Und ich arbeite an meiner zweiten Drum-Bass-Platte, die ja natürlich elektronischer wird. Und danach ist ein Album geplant, wo ich mehr wie Figo Braslewicz jetzt als Produzent halt mir Leute zusammensuche oder Konstellationen irgendwie halt kreiere. Der Rapper mit dem und halt ein neues Album.
Und ja, als da ich performender Live-Musiker bin, als Turnablist, halt immer wieder Gigs, neue Routines. Das ist im Endeffekt, dass ich irgendwann auch sagen kann, okay, ich kann ein Konzert spielen über eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit Track-Routines. Halt eine Routine, die mal 3 Minuten geht, mal 2 Minuten, hier und da mit Abwechslung. Also dass ich wirklich mich zu einem Live-Act halt entwickle. Ja? Also dass ich auch, weil normalerweise ist es ja so, dass als Live-Acts DJs gar nicht so anerkannt sind. Ja? Weil eben die meisten eben als DJs einfach nur da sind, wenn du da hingehst und die einfach nur Platten auflegen. Ja? Weil jetzt, wenn du dir C2C anschaust oder auch andere DJs, gute DJs wie DJ Rapid, DJ Craze, DJ Uncut, das ist wirklich ein Erlebnis, den Leuten zuzuschauen, weil da pro 10 Minuten einfach 10 Minuten Action geht und die Leute in Action sind und einfach wirklich was zu tun haben. Wie ein Gitarrist, der auch pro 3 Minuten Track 3 Minuten sauber spielen muss, und vor allem. Und da, wie gesagt, also ich produziere noch nicht so super lang, seit 2009. Von daher also für die Zukunft heißt dann auch, mich auf jeden Fall weiterentwickeln im Produzieren, open-minded bleiben und natürlich immer am Ball bleiben, mein Level halten als deutscher DJ-Champion. Ich meine, ich habe jetzt 8 deutsche Titel, bin deutscher Record-IDA-Champion, aber ich möchte nicht irgendwie mit 45 dann dastehen und so, okay, ich war ja früher mal Champion, aber was die Kids heute machen, da komme ich ja gar nicht mehr mit. Und um das Level zu halten, das du halt brauchst irgendwie, die ganzen Moves, musst du trainieren. Das ist wie ein Skater, der seine Moves stehen will, das ist eisenhartes Training. Also wie so ein Sportler muss ich da auch, also ich zwinge mich auch eigentlich jeden Tag mal mindestens eine Stunde an die Decks. Ne? Manchmal lasse ich es ausfallen. Aber am coolsten ist natürlich, wenn man Bock drauf hat und dann einfach reinkattet. Ne? Okay. Ja. Nochmal zurückzukommen auf die Golden Green LP. Ja. Du hast uns jetzt schon ein Feature genannt, Schaufel und Spaten. So? Nee, das war anders. Schaufel und Spaten haben mich für ihre Dulli-EP gefeatured. Klasse. Genau. Aber Feature-Gäste habe ich auch, wo ich darüber berichten kann. Ja. Das ist hauptsächlich, weil ich das Underground auch real keepen will, in dem Sinne, dass ich mir nicht jetzt Leute ankaufe. Also hätte ich jetzt Kohle oder hätte ich massig Kohle, könnte ich auch sagen, hey, Sound so Promi-Rapper, ich gebe dir 2000 Euro, rap mir 16 Bars da drauf und für jeden sieht es aus, als hätte ich bloß die Connections zu den Typen da oben irgendwo. Ne? Deswegen arbeite ich da eigentlich, also will ich auch, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dass das auf irgendwie ja, einer Freundschaft oder auf einer Sympathie beruht. Also ich habe keine Mühen jetzt da angestrebt, irgendwie jetzt mir da irgendwelche prominenten Rapper einzukaufen. Deswegen mit drauf ist Philo Filter aus Würzburg, von den legendären 60s aus Würzburg. Siegfried Meier zweimal, da mein Cousin ist. Siggi, du Penner. Dann Emos Primos aus Berlin, auch bekannt auf jeden Fall. Der laute Gast, auch aus Würzburg, treibt sich viel in Augsburg rum, hat auch in letzter Zeit zwei Platten schon released. Ne? Dann Bacon on Dawn, das ist eine Kollabo aus Würzburg und Berlin. Dawn ist viel auch grafikmäßig unterwegs und so weiter. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt nicht essentiell einen vergessen habe, war es das so. Ein Ralle-Remix ist noch drauf. Also der Ralle von Zwei-Zimmer-Gefüge hat noch einen Remix gemacht von einem Track, McBizzle-Track von mir. Und also ich hoffe, dass ich sie auf Platte rausbringen kann. Das ist halt, auch nicht so einfach. Platten kauft auch nicht jeder. Das ist so eine, ja. Hast du da schon einen Vertrieb, oder? Vertrieb? Also ich habe da mit Hip-Hop bin ich ein bisschen am Connecten. Also die würden sie verkaufen, die Platte. Wenn ich jetzt auch ohne Signing oder ohne Label die Platte rausbringe, so wie es einfach jetzt gerade aussieht, weil ich noch kein Label habe, dann könnte ich da halt 100 oder 150 Stück hinschicken und die werden von Hip-Hop in den Vertrieben. Den Rest, ich spiele auch immer wieder Gigs und bin mal da, bin mal in Nürnberg, bin mal in Würzburg, bin mal in München oder wo ich halt hingebucht werde. Das ist dann auch cool, immer zu sagen, okay, ich habe eine Platte und die danach nachgibt zu verchecken. Oder das ist halt eine gute Promo. Zumal ich ja auch, ich scratch viel drauf, ich mache viel Beats und ich habe viel mit Rappern zu tun. Es ist auf jeden Fall eine abwechslungsreiche Platte so. Ja. Okay. Ja, Mann. Pigas, was geht ab? Nürnberg, was geht ab? Welt, was geht ab? Internet, was geht ab? Asterix im Haus. Turntable listen. Pöss. Ein paar letzte Worte hier für die Internet-Community. Die wären eigentlich, obwohl ich die natürlich nicht so theatralisch halten will, gebt den DJs wieder mehr Respekt. Holt euch ihr ganzen Rapper da draußen. Ihr Rapper, holt euch wieder mal mehr Cuts auf eure Platten. Lasst den DJ fresh machen. Wie gesagt, gebt den DJs mehr Props. DJs create Hip-Hop, the backbone. Yeah. Peace. Jo, das war das Interview jetzt mit DJ Asterix. Ja, drückt auf jeden Fall auf seiner Seite, gefällt mir. S-Bindestrich
Tricks. Und natürlich auch bei der Flashfabrik, die das Ganze hier filmt und uns hier auch fleißig unterstützt auf dem Pickers-Kanal. Drückt da auch gefällt mir. Und natürlich auf Pickers Clothing gefällt mir drücken. Ja? Dreimal gefällt mir drücken, einmal für Asterix, einmal für die Flashfabrik und einmal für Pickers. Yes, yes, y'all. Yeah.